AT80. Und da das Interesse besonders groß war, hatte man als Veranstaltungsort das Palais am Funkturm gewählt. Bernd Träger berichtet. Party kamen fast 2000 ausländische Mitbürger in das restlos überfüllte Palais am Funkturm. Gekommen war auch Arbeitssenator Olaf Sundt. Sie wissen, dass wir mit unseren Bemühungen, besser zueinander zu finden, man spricht auch von der Integration, uns nicht nur auf den Arbeitsplatz beschränken können, uns nicht nur auf das Feld beschränken können, wo wir beieinander wohnen, wo wir miteinander wohnen, und nicht nur den Bereich von Schule und Ausbildung in unseren Blick nehmen können, sondern dass wir auch den Bereich der kulturellen Begegnung und der Freizeit nutzen wollen. Der Arbeitssenator hatte sich dieses Ereignis etwas kosten lassen. Rund 30.000 Mark wurden an Gagen für die zum Teil weit angereisten Künstler bezahlt. Für die meisten, die gekommen waren, gab es ein Wiedersehen mit den Lieblingen aus dem eigenen Land. Die Türken erfreuten sich an der Haremsshow von Önder Tamer. Dann hörten die Griechen Musik von Mikos Theodorakis. Immerhin leben in Berlin fast 90.000 ausländische Arbeitnehmer mit ihren Familienangehörigen. Das sind rund 200.000 ausländische Mitbürger. 55.000 aus der Türkei, 23.000 aus Jugoslawien, 7.000 Griechen und 4.000 Jugoslawen. Aus Italien kam Enzio Bedin, das Stimmwunder. Was sagten die Besucher dieser Veranstaltung zum Programmangebot? Ich finde gut, dass man in einem Jahr sowas macht, ne? Für die ganzen Leute, die hier in Ausländer, die haben auch einmal ein Jahr Spaß hier. Woher kommen Sie denn? Ich komme aus Türkei. Und wie lange leben Sie schon in Berlin? Seit 11 Jahren. Ich finde es gut, dass der Senat solche Programme durchführt, die auch preiswert sind. Da haben auch die ausländischen Mitbürger die Gelegenheit, daran teilzunehmen, weil die ja oft auch große Familien haben und es ja sonst zu teuer wird. Was sagen Sie zu den Darbietungen? Ja, es wird von Jahr zu Jahr besser und wäre schön, wenn es so bleibt. Der Höhepunkt war aber der Auftritt der jugoslawischen Sängerin Teresa. Sie war extra aus Paris nach Berlin gekommen. In ihrer Heimat ist sie mit mehreren goldenen Schallplatten ausgezeichnet worden. Die Verantwortlichen des Senats sollten aber einmal darüber nachdenken, ob es nicht nützlich wäre, im kommenden Jahr einen anderen Veranstaltungsort zu wählen, damit nicht wie gestern geschehen, viele, die ihre 3 Mark Eintritt zahlen wollten, um ein bisschen Heimatatmosphäre zu genießen, wegen Überfüllung draußen vor der Tür bleiben müssen.